Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist MercurialP und heute zeige ich euch den Server Miyagi MJ4. Also, ich und mein Kumpel hatten gestern ein kleines Problemchen, aber dazu habe ich, glaube ich, in einem anderen Video schon mal was zu gesagt. Es müsste eigentlich auch gleich schon hochgeladen sein. Aber dazu erzähle ich euch jetzt nochmal was. Also, ich und mein Kumpel Pierre, also SnakeShitLP, für die es noch nicht wissen, oder XDame, wie er sich in-game nennt, wir haben gestern was herausgefunden. Also, wir hatten schon aufgenommen mit unseren anderen Charakteren, deswegen heiße ich auch XMercurialP, weil ich den gleichen Charakter schon bis 100 hatte. Und jetzt haben wir was falsch gemacht. Wir haben nämlich, also mein Mikro ist jetzt ein bisschen leiser, aber das stelle ich immer lauter bei Camtasia Studio. Und seins ist auch natürlich richtig gut und laut. Und wenn ich dann was sage, kriegt er das dann, wenn ich mich dann lauter stelle, hört man seins noch lauter. Und das ist dann richtig laut und das will ich euch nicht antun. Deswegen habe ich alle Let's Plays gelöscht und fange jetzt alleine nochmal neu an, damit ich meine lauter stellen kann, weil Snakeshit oder Pierre hat jetzt keine Lust darauf, die nochmal neu anzufangen. Von 1 bis 100. Das mache ich dann alleine in diesem Tutorial-Gameplay und ja. So. Ab 100 nehmen wir dann wieder unsere anderen Charakteren und leveln. Machen wahrscheinlich ein Offscreen oder werden Offscreen machen, weil die 200er Map so überfüllt ist von Mobs. Das ist einfach zu schwer. So. Das brauche ich nicht. So. Ja. So. Und ich habe im letzten Video habe ich einen Hacker im Blackshot gefunden. Da habe ich einfach mal so just for fun wollte ich einmal, hatte ich mal Bock auf Bock auf Blackshot und habe ich ein bisschen gesuchtet und so 5 Minuten lang. Dann kam Hacker in meine Lobby und der ist dann irgendwie brutal abgegangen. Er hat sich irgendwo reingebuggt. Ich weiß nicht, ich glaube, es war ein Hacker, weil ein Bug könnte man nicht sein, weil Blackshot ist so bugsicher. Und da ist auch Pierre mit seinem 250er Ninja. Der beschützt mich jetzt, glaube ich, ein bisschen. Wenn er das jetzt gerade hört, dann sollte er mal ja schreiben, weil er ist im Skype auf gemutet. Wenn du mich beschützt, schreib einmal ja. Und er... Ja, er beschützt mich. Wie geil. Also ich bin schon Level 12, habe natürlich schon ein bisschen vorgesorgt. In meinem Inventar sind die ganzen Sachen von meinem Krieger, von den anderen und deswegen, ja, heute will ich euch nur eben schnell zeigen, was wir gestern alles versäumt haben. Ja. Also, ich bin schon Level 12. Ich gehe dann gleich auch schon Net 2 so. So. Tigerplattenpanzer. Können wir gleich mal atmen. So, jetzt werde ich mir eben schnell eine Rüssi und so kaufen. Und dann gehe ich schon Map 2. Oder, ja, vielleicht, ja. Oh, fail. Oh. Stumpf. So. Entschuldige mich für den Leck. Liegt am Server, der ist gerade in Wartungsarbeiten ein bisschen. Krieger, Rüstung und Helm. Dann nehme ich mal die Miner und den Helm. So. Schwert. So. Also. Den Server richtig vorstellen von den NPCs, da werde ich in einem anderen Tutorial noch machen. Oder, ja, ich nenne es einfach mal Tutorial. So, dann gehe ich mal zum Lager. Bezahlen. Ja. Lager öffnen. So, und dann habe ich hier meine schönen Sachen. Die packe ich mir einfach mal hier rein. Das Platin-EQ, das kriegt ihr ab Level 95, wenn ich mir sicher bin. Und deswegen, ja, das ist ganz gut. Und ja. Nein, 95. Also ja, ich habe gerade mit Pierre gesprochen, weil er mich angeschrieben hat. Ich muss einmal kurz in den Itemshop mir das hier kaufen. Ja klar. Wollen wir wetten?
Hier, guck dir das mal an. Guck mal, welchen Level das ist. Vogel. Oh. Lies mal laut vor. Welches Level ist das? 95. So. Ja, ich mache mir eben ganz schnell die Rüssi plus 9. Verbesserungschancen ist 100% und die Steinanfügen-Chance ist auch 100%. Dafür, dass die Einfügen von Steinen, dafür, dass es 100% ist, gibt es die Steine nur im Itemshop. Oder man kann die droppen. Und plus 9 machen kann man die dann nicht. Wenn man votet, kriegt man gut Coins und dann kann man auch dann kann man sich, glaube ich, pro Vote, weiß ich jetzt nicht, wie viel man Coins gibt, dann kriegt man genug Coins und kann sich sogar 3 bis 4 Steine kaufen, glaube ich. Oder 2 bis 3. So, ich klatsche mir einfach mal schnell TP rauf. Jetzt sagt er mir, wie viel Coins es gibt pro Vote. Ach ja. Ach stimmt, das habe ich auch vergessen zu sagen. Aber, ja. Du brauchst mir jetzt aber nicht alles erzählen, das sehen die dann gleich. Also, mein Tutorial endet gleich schon in 3 Minuten. Das Gameplay natürlich. Jetzt habt ihr nur das IQ und so gesehen, wie ich das gemacht habe. Im nächsten Tutorial werde ich einfach schnell, offscreen werde ich einfach ganz schnell zum Map 2 reiten. Und, ja. Dann sage ich, oder ich mache jetzt eben mir schnell ein bisschen Low-IQ und dann reite ich in Offscreen nach Map 2. Bis gleich.